So, ihr habt eh gerade den Alarm gehört. Ich kann irgendwie nicht mehr zur Seite schauen. Das finde ich mal überhaupt nicht toll. Ist das da gerade ein bisschen zu laut? Ah, ihr hört das da gerade überhaupt nicht. Alles klar. Ich schalte das mal kurz mit rein, aber dann schalte ich euch auch wieder aus. Oder wir warten einfach, bis wir da vor Ort sind. Was macht denn die Feuerwehr da schon wieder? Irgendwie kann die Feuerwehr heute da nicht mehr fahren, habe ich das Gefühl. Ja, die weiß auch daran überhaupt nicht wohin. Seht ihr das? Seht ihr das? Und da kommt noch irgendjemand. RTW ist auch schon vor Ort. Alles klar. So, einfach organisieren. Absichten. Ort bedienen. Straße absichern. Fahrtrichtung. Fahrspur absichern. Sichern. Fahrtrichtung absichern. So, und ausleuchten. So. So, die tun hier erstmal alles, was wir den ja sagen. So, erstmal. Ah ja. Wir könnten. Beruhigen Sie sich. Sind Sie verletzt? Haben Sie Schmerzen? Ob ich verletzt bin? Schauen Sie. Gehen Sie bitte zum Rettungswagen. Wir müssen sicherstellen, dass Sie nicht ernsthaft verletzt sind. Okay. So, wir schauen den Einsatz mal als von der Luft aus an. Jetzt werden hier auch schon die ganzen Sachen. Hier ist unsere Plane. Da kommt alles rauf, was wir irgendwie brauchen. Können wir uns auch mal anschauen. So sieht das dann aus. Der hier tut schon das Auto sichern. Jetzt kommt irgendein anderes Fahrzeug. Ich weiß nicht, wo es kommt. Vielleicht von hinten oder von vorne. So, Brandschutz, bereitstellen, technische Hilfeleistung. So. Ja, hier sehen wir, haben wir Schere und womit man das Auto aufschneiden kann oder aufbrechen kann. Hier ist keine Person drin. Alles klar. Dann, ja. Feuerlöscher auch immer irgendwie, dass wir zur Not, wenn da Feuer ausbrechen sollte, löschen könnten. Was haben wir hier noch? Für euch kleine Information, jeden Dienstag und Sonntag, die Sonntagzeiten werde ich nochmal anpassen auf angenehme Zeiten, weil irgendwie so 10 Uhr bis 14 Uhr ist irgendwie für alle, glaube ich, ein bisschen schwierig und ich würde das dann vielleicht so ab 13 Uhr bis 16 Uhr machen oder 17 Uhr.
Manchmal könnte es auch sein, dass wir einfach ein bisschen Orderkram machen, aber dafür ist der Sonntag eigentlich auch recht immer Uni dabei. Und in dem Fall können wir auch mal was spielen. Ja. Okay, somit war die technische Hilfeleistung heute dann fertig. War ja Notruf 112, die Feuerwehrsimulation Folge Nummer 6. Wir sehen uns das nächste Mal und wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie ich das mit der Bewegung hier machen soll, dann schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und ja, ich sage damit noch einen schönen Tag. Macht gut, bleibt gesund. Bye, bye.